Ja, das ist jetzt das Erste, was ich immer tun würde, ist tatsächlich Vernetzung zu erhöhen. Also Verbindungen zwischen Menschen zuzulassen, war ja die Behauptung. Es ist nicht eine Frage des Knüpfens von Verbindungen, sondern des Zulassens von Verbindungen. Sorgen Sie einfach dafür, im Zweifelsfall weit über die Unternehmensgrenzen hinaus. Das heißt, reduzieren Sie ein bisschen Ihr Kontrollbedürfnis, was die informatorischen Prozesse angeht. Nicht die qualitätsgesicherten Produktionsprozesse, nicht die qualitätsgesicherten internen Abläufe, sondern die informatorischen Prozesse. Die Limitierung von Informationen ist das Ende des Netzwerks. Also wenn Sie schon ein Netzwerk sein wollen, geben Sie den Menschen full access to everything happening. Und zwar wirklich full access. Keine Informationsmonopole in meiner Company. Alles transparent, bitteschön. Transparenz ist die Voraussetzung und Involvierung ist die Voraussetzung. Wie schaffe ich sowas? Transparenz? Das ist 20 Bremser drin sitzen haben? Ja. Aber Moment, also dann war nicht die Frage, wie schaffen Sie das, weil die Frage ist einfach. Sondern wie schafft das System? Die Frage ist schwer. Also wenn Sie sagen, ich als Manager kann sagen, das ist einfach. Ich erzähle einfach alles, was ich weiß. Dann habe ich Transparenz. Ob die anderen drumherum tun, das ist schwieriger. Da sind wir auf der Ebene des Systems. Wenn, wie gesagt, das Erste, was ich immer veranstalten würde, ist maximale Transparenz. Sorgen Sie dafür, dass möglichst wenig Informationszurückhaltung im System ist. Das Zweite, was Sie natürlich schaffen müssten, wäre einen gemeinschaftlichen Wertehorizont, also eine Grundausrichtung. Und diese Grundausrichtung gilt es eben sehr stark vorzuleben. Das ist keine Grundausrichtung, die man dadurch zustande bringt, dass man sich hinsetzt, sich zurückzieht in irgendein Hotel und mit 6 Basiswerten zurückkommt. Und da Sie dann da in dem Hotel als Führung gerade einen Prozess gemacht haben, wissen Sie ganz genau, was Sie mit den Basiswerten meinen. Das wissen leider die, die sich die Basiswerte dann anhören müssen, überhaupt nicht. Das heißt, sie müssen mit denen dann auch einen Prozess machen. Aber die gemeinschaftliche Orientierung an Basiswerten wäre eine Voraussetzung für ein funktionierendes Netzwerk. Weil im Netzwerk kontrollieren sie nicht mehr die Beiträge. Und wenn sie die Beiträge nicht mehr kontrollieren, haben sie den Rezipienten ihrer Informationen nicht mehr im Griff. Und bin ich bereit, jemandem eine Information zu geben, dessen Wertemuster ich nicht kenne? Nein. Wenn Sie mir abverlangen würden, ich soll meine gesamten Inhalte Herrn Gaddafi zur Verfügung stellen, würde ich sagen, jetzt bitte nicht. Oder Osama Bin Laden, dann würde ich sagen, nein, bitte nicht, weil mit den Herren teile ich meine Wertesysteme nicht und ich werde die nicht fit machen durch meine Informationen. Also wenn ich nicht weiß, wes Geistes Kind der Rezipient meiner Informationen ist, bin ich nicht bereit, Sharing zu betreiben. Also ich brauche ein relativ starkes, nachvollziehbares und verbindliches Wertemuster, damit das Netzwerk funktioniert. Die freie Verknüpfung von Informationen funktioniert nur, wenn der Suchraum limitiert ist über starke Werte. Sonst habe ich ein Problem.